Hallo und willkommen zurück. Der heutige Film ist Last Sunrise, einen Abenteuer-Drama-Romantikfilm aus dem Jahr 2019. Achtung, Spoiler! Zu Beginn des Films spricht eine Stimme zu uns über den aktuellen Zustand der Welt. Er sagt, dass Sauerstoff, Klimaanlagen und der Sonnenaufgang die wichtigsten Dinge auf der Welt sind. Aber jetzt ist die Welt ohne all diese Dinge. Der Erzähler kann sich nicht erinnern, wie lange es her ist, dass die Sonne untergegangen ist, denn ohne Sonnenaufgang ist das schwer zu sagen. Vor einiger Zeit verbrauchten die Menschen alle fossilen Brennstoffe und jetzt sind alle auf Solarenergie umgestiegen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Die Geschichte macht sich über die Leute lustig, die behaupten, dass der nächste Tag, egal was passiert, sonnig sein wird. Die Sonne hat sich abgeschaltet und die Welt hat keine Brennstoffquelle mehr. Schauen wir zurück, wo alles begann. Es spielt im futuristischen China, wo fast alles mit Sonnenenergie betrieben wird. Ein junger Mann namens Sun Yong wird von einem KI-gesteuerten Roboter namens Ilsa geweckt. Yong analysiert Satellitendaten von einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen namens Helios. Helios ist ein Produzent von Solarenergie, der 3/4 der chinesischen Wirtschaft mit Energie versorgt, so Yong. Der CEO namens Wang steht im Mittelpunkt dieses historischen Wandels und wird für seine Leistungen hochgelobt. Yong analysiert die Satellitendaten von Helios und aktualisiert die Informationen auf seiner Website. Während seiner Tests bemerkt Yong, dass ein Stern verschwindet. Er glaubt, dass das Verschwinden des Sterns eine Auswirkung auf die Sonne ist. Der KI-Roboter warnt ihn, dass diese Annahme nicht mit den Gesetzen der Energieerhaltung übereinstimmt und daher unmöglich ist. Als Yong seine Wohnung verlässt, sehen wir in jeder Straße und in jedem Geschäft Solarpaneele der Firma Helios. Im Hintergrund sendet das Unternehmen Nachrichten über den Fortschritt der Solarenergie und über Distrikt 4, den letzten Distrikt, den Helios noch erwerben kann. Das Logo von Helios ist überall zu sehen. Am nächsten Tag wird Yong von einem Alarm auf seinem Laptop geweckt, der wie ein Notfall klingt. Er stellt fest, dass die Helligkeit der Sonne um 15% gesunken ist und weiter rapide abnimmt. Die KI teilt Yong mit, dass seine Idee mit dem Stern richtig war. Yong sagt Ilsa, sie solle schnell mit Helios CEO Wang Kontakt aufnehmen. Yong ist sich unsicher, ob Wang wusste, dass die Sonne an diesem Tag sterben würde. Wang will von ihm wissen, was er tun würde, wenn es so wäre, dass heute das Ende wäre. Als Yong behauptet, er werde es schaffen, gibt ihm Wang eine Adresse und bittet ihn, dorthin zu kommen, falls er diesen Tag überleben sollte. Yong betritt daraufhin das Haus seines Nachbarn, um einen besseren Blick auf den Sonnenaufgang zu haben. Er setzt sich ans Fenster und sieht, wie das Licht der Sonne flackert, während er hinausschaut. Sein Nachbar Chen Mu ist verwirrt und bittet ihn, das Haus zu verlassen. Doch Yong blinzelt nicht mit den Augen, als er sieht, wie die Sonne stirbt. Das Ereignis wird im Fernsehen übertragen und von der anderen Seite der Erde hört man Berichte über einen flackernden Mond. Das Flackern wird plötzlich heftig und innerhalb weniger Sekunden wird die gesamte Szene verdunkelt. Yong geht zurück in sein Zimmer, als Chen Muyu ihm folgt und fragt, was los ist. Er ignoriert sie und erkündigt sich bei Ilsa, was jetzt passieren wird. Sie sagen ihm, dass die Temperatur innerhalb einer Woche auf minus Fahrenheit und innerhalb eines Jahres auf minus 100 Grad Fahrenheit fallen wird. Der Sauerstoff wird langsam abnehmen, alle Lebewesen werden aussterben und die Erde wird sich in einen gefrorenen Planeten verwandeln. Yong Chen Mu bittet Chen Mu, die Stadt zu verlassen und geht selbst hinaus. Die Menschen sind in Panik und verwirrt. Sie versuchen, sich im Lebensmittelgeschäft mit Vorräten einzudecken, aber die Kassiererin kann nicht kassieren, weil der Strom nicht ausreicht. Die Lichter funktionieren noch, aber sie werden in allen Stunden ausfallen. Yong gelingt es, eine Flasche Wasser und eine Karte zu besorgen, um den Ort zu finden, von dem Wang ihm erzählt hat. Er macht sich auf den Weg nach draußen. Als er eine dunkle Gasse entlangläuft, schlägt ihn der Straßenräuber bewusstlos und verletzt ihn an einem Bein. Dann stiehlt der Räuber sein Bargeld. Als er wieder zu sich kommt, verkündet ihm Ilsa, dass er 12 Stunden und 18 Minuten geschlafen hat. Er macht sich auf den Weg zurück in seine Wohnung und packt seine Sachen sowie eine Schüssel Instantnudeln ein. Chen Mu steht mit ihrem Rucksack vor der Tür und bittet um Hilfe, um ihre Eltern zu erreichen. Yong sagt, dass er ihr nicht helfen kann und rät Chen Mu zu gehen. Als sie erwähnt, dass sie ein Auto hat, willigt Yong ein, sie zu begleiten. Bevor sie ihre Reise antreten, lässt Chen Mu Yong versprechen, dass er sie nach dem Besuch von CEO Wang zum Haus ihrer Eltern fahren wird. Die beiden machen sich dann auf den Weg zum Zielort, geraten aber unterwegs in viele Staus.
Chen Nunu steigt aus dem Auto aus, um auf die Toilette zu gehen, und Jung nutzt die Zeit, um wegzufahren, wird aber von einer Menschenmenge aufgehalten. Als sie zurückkommt, erkundigt sie sich, warum er nicht an der Stelle ist, an der sie geparkt haben, und er lügt, indem er sagt, er sei abgebogen. Am Abend erreichen die beiden schließlich Wangs Haus und treffen sich mit anderen Leuten, die dort gestrandet sind. Sie machen es sich am Feuer gemütlich, während ein sozial ängstlicher Jung in der Ecke sitzt. Später hört Ilsa auf, mit ihm zu reden, nachdem seine Uhr gestorben ist. Der Tod des KI-Roboters ist ein trauriges Ereignis für Jung, da sie seine einzige Gefährtin war. Chen Mu bemerkt dies und versucht, ihn zu trösten, mit ihm zu reden und eine Beziehung aufzubauen. Als sie erwachen. Jung ist ein wenig skeptisch gegenüber Wangs Plänen. Jung glaubt, dass Wang eine Möglichkeit hat, zu überleben, da er Milliardär ist. Eine solche Situation ist nicht ungewöhnlich. Wang behauptet, dass seine Situation unveränderlich ist. Wang möchte bis zu seinem Tod in der Region bleiben. Laut Wang entnimmt eine hochtechnologische Zivilisation aus dem Weltraum anderen Sternen Energie und vernichtet gleichzeitig das Leben auf anderen Planeten. Diesmal ist die Erde ihr Hauptziel, und sie waren erfolgreich. Das Sonnensystem wird als Wurmloch geschaffen, das es den Planeten ermöglicht, ohne Schwerkraft durch das Sonnensystem zu kreisen. Am Ende gibt Wang Jung die Koordinaten von Distrikt 4 und sagt ihm, er solle dorthin gehen, wenn er wirklich leben wolle. Nach dem Aufwachen weckt Chen Mu die beiden, um ihre Reise fortzusetzen. Die Temperatur ist so stark gesunken, dass Jungs Wasserglas gefroren ist. Chen Mu sieht ein Raumschiff, das gerade abhebt. Jung vermutet, dass es sich um reiche Leute handeln könnte, die auf einer anderen Welt leben wollen. Er bringt Chen Mu, wie versprochen, zu ihrem Elternhaus und geht dann zu dem Ort, von dem Wang ihm erzählt hat. Er bemerkt, dass Chen Mu die Fabrik in ihrem Fahrzeug zurückgelassen hat und bringt sie zurück. Als er dort ankommt, er findet Chen Mu in ihrer Not allein zu Hause. Sie spricht kein einziges Wort. Im Gegensatz zu ihrem sonst so gesprächigen Wesen. Alle in der Stadt sind im Moment der Krise ausgegangen. Das Haus ist gefroren und wir können das Aquarium mit den Fischen sehen. Jung wird in das Zimmer gebracht und ist schockiert, ihre Eltern tot auf dem Bett zu finden. Er schnappt sich einen Brief von seinem Vater und gibt ihn Chen Mu zurück. Tatsächlich haben sie Chen Mus Ankunft vor dem Tod ihres Sohnes vorbereitet. Sie schrieben ihr einen Brief, in dem sie baten, für sich selbst zu sorgen, solange sie in der Stadt sei. Eine Gruppe von Schlägern brach in ihr Haus ein und tötete beide. Chen Mu bricht in Tränen aus, als Jung ihr erzählt, dass er ebenfalls ein Waisenkind ist und nicht weiß, wer seine Eltern sind. Er lädt sie ein, mit ihm nach Bezirk 4 zu gehen, wo Wang ihn über den Bezirk informiert hatte, und sie werden ihre Reise fortsetzen. Schließlich kommen sie in Bezirk 3 an und sind schockiert, dass die Karte sie in die falsche Richtung geführt hat. Sie stellen fest, dass die Batterie ihres Autos leer ist und fahren ein Stück weiter, um ein Haus zu finden, das Strom verkauft. Sie betreten das Haus. Ein Ehepaar aus der Vergangenheit empfängt die Besucher und erklärt ihnen, dass der Strom aus Kohle gewonnen wird. Der Frau gelingt es jedoch, Chen Mu im Waschraum einzusperren und Jung die Autoschlüssel zu entwenden. Als sie in das Fahrzeug einsteigen, entschuldigen sie sich und fahren davon. Chen Mu und Jung scheinen in großer Bedrängnis zu sein. Sie sind in der Nähe von Distrikt 4. Doch Jungs Verletzungen am Bein, die er sich bei dem Schlag des Schlägers zugezogen hat, werden immer schlimmer. Chen Mu wird von Jung aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Aber sie besteht darauf, dass Jung sie begleitet. Nach reiflicher Überlegung machen sie sich zu Fuß auf den Weg zum 4. Bezirk. Sie halten für ein paar Minuten an, um Instantnudeln zu essen, bevor sie ihren Weg fortsetzen. Ohne Licht. Es ist atemberaubend schön. Die Gruppe kehrt in die Stadt zurück und entdeckt ihr Fahrzeug verlassen am Straßenrand. Eine Gruppe von Bergleuten kommt genau in dem Moment, als sie losfahren wollen, um nach ihnen zu suchen. Um Chen Mu zu retten, stellt sich Jung, sie bringen den Mann in ihr Hauptquartier und behalten ihn als einen ihrer Bergarbeiter, um Kohle zu fördern. Chen Mu weigert sich jedoch, aufzugeben und rettet Jung durch den Einsatz von Pfefferspray. Es gelingt ihr, ihn an Ort und Stelle zu befreien, doch Jung wird dabei angeschossen. Als sie wieder im Auto sitzen, wird Jung angeschossen. Chen Mu fährt in der Hoffnung, Jung zu retten, wie wild zum 4. Bezirk. Sie halten in Distrikt 4 an seinem Einstiegspunkt und Jung entdeckt, dass das Gebiet ein geothermisches Kraftwerk ist, das ihnen helfen könnte. Sie setzen ihre Reise fort und stellen fest, dass die Scheiben ihres Autos und die Straße zu gefrieren beginnen. Sie haben nicht viel Zeit und dem Auto geht schließlich die Batterie aus.
Sie sind nicht in der Lage, aus dem Rücksitz zu klettern und sitzen in einer engen Umarmung zusammen. Das sprachgesteuerte System des Wagens verkündet, dass sie sich in ihren letzten gemeinsamen Momenten befinden. Nach ein paar Minuten ruft Chen Nuyungs Namen, aber er antwortet nicht. Sie weint und legt ihren Kopf an die Schulter von Chen Mu, dann schläft sie ein, während sie erstarrt. Ein Auto hält neben ihnen an und sie können aussteigen. Ein Paar steigt aus und nimmt die bewusstlose Jung und Chen Mu mit. Sie bringen sie an einen sicheren Ort in Distrikt 4. Abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses, schalten Sie die Benachrichtigungen ein und hinterlassen Sie ein Like, um den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank!